Moin Leute, willkommen zurück bei Let's Play Terraria. So, wir sind zu Hause, haben letztes Mal im Dschungel ein bisschen unser Unwesen getrieben, glaube ich. War das nicht so? Bin mir gerade ein bisschen unsicher. Uns fehlt auf jeden Fall das eine Item noch hier, um unsere Laufschuhe hier nochmal zu verbessern. Dieses richtig billige, schneller Rennen-Teil. Vielleicht machen wir uns einfach nochmal eine neue Welt für. Ich weiß es nicht. Neue Welt, neues Glück. Das Teil findet man eigentlich so schnell. Ja, warte mal, komm. Wir machen nochmal hier Save and Exit. Und dann geben wir uns nochmal im Singleplayer. Achso, ja klar, mit Wilhelm. Eine neue Welt, Small World 4, warum nicht? Dann können wir einfach mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie ein Dingens finden, so ein Anklet. Das wäre schon sehr schön, ich würde mich wirklich freuen. Ansonsten sollten wir demnächst mal in die Hölle gehen und uns dann in den Hard Mode wagen, glaube ich. Das wird langsam Zeit. Denn ansonsten gibt es da nicht mehr so viel zu tun. Wir könnten die Queen Bee nochmal töten. Das wäre vielleicht nochmal so eine Sache, die man in Angriff nehmen könnte. So, jetzt haben wir hier direkt eine Truhe am Start. Und da haben wir direkt nicht das Anklet drin. Das wäre auch zu schön gewesen, ne? So, wir kloppen uns hier einfach mal durch. Oh, schau mal. Schau mal. Hier ist Wood. Und dann wollen wir mal gucken, was hier unten drin ist. Weil, ja, inzwischen wissen es doch eh alle. Harry wohnt doch auch in so einem Baum und, sehr schön. Was ist das denn, eine Bärenfalle? Sah so aus. Hier ist das Leaf, when consumes wood, can be placed, places leaves. Okay, schade, das ist auch das für, oh shit, ich habe den Mut kaputt gemacht. Aber hier sind immerhin zwei solche Türen. Da könnte man sich mal überlegen, ey, was wollt ihr denn hier? Könnte man sich mal überlegen, ob man nicht vielleicht die Welt noch mal ein bisschen lässt, damit Harry hier dann auch sich diese beiden Türen holen kann. Das wird sich natürlich eigentlich ganz gut treffen, ne? Ja, egal. Also die Welt können wir meinetwegen erstmal lassen. Das ist mir egal eigentlich. So, was ist hier los? Was wollt ihr hier alle? Boom, Chakalaka, alle müssen sterben. Denn ich bin auf der Suche nach dem Anklet und wenn ihr es mir nicht geben wollt, dann werde ich böse. Oh, Mann. Hier ist eine Höhle. Vielleicht haben wir Glück und da ist irgendwie eine Truhe drin irgendwo. Habe ich zufällig einen Spelunker dabei? Oh ja, vier Stück sogar. Voll die Verschwendung. Egal. So, da ist eine normale Truhe. Hier ist auch eine normale Truhe. Und es ist das Egglet. Oh, Mann. Dafür habe ich jetzt ernsthaft einen scheiß Dingens weggeballert, ey. Hier wäre ein Speer gewesen. Shine Potion kann ich mir auch reinballern. Oh Mann, ey. Das war jetzt schon ein bisschen Verschwendung. Naja, egal, was soll's. Ja, gehen wir in die andere Welt. Wieder zurück. Singleplayer, Wilhelm, Arrow County. Sehr schön. Können wir unser Item hier nochmal ein bisschen upgraden? Das freut mich natürlich. So. Da oben war die Werkbank, genau. So, wir brauchen das Windteil und wir brauchen die Schuhe. Das heißt, wir können die Lightning Boots daraus herstellen. Und jetzt brauchen wir, meine ich, die Ice Skates. Dann konnten wir direkt nochmal upgraden zu den Frost Spark Boots. Sehr schön. Da kann ich ja theoretisch das Band of Regeneration. Was brauchte das nochmal? Das brauchte, glaube ich. Nee, das brauchte ein Hard Mode Item. Um dann noch was Besseres draus herzustellen. So, ansonsten gibt es nichts, was wir uns da reinlegen könnten. Lucky Horseshoe theoretisch. Würde ich keinen Fallschaden mehr kriegen. Wäre auch nicht so verkehrt, ne? Gut. Ein paar Bomben, ein bisschen Dynamit haben wir. Theoretisch müsste ich jetzt ja eigentlich auch mal einen hellen Fahrstuhl hier bauen. Achso, ich kann hier gar nicht so ran, warte. So, die Map. Hier gerade runter. Höllenfahrstuhl bauen eigentlich. Oh, ich habe eigentlich gar keine Lust. Das dauert doch 100 Jahre, wenn wir jetzt hier auch einen Höllenfahrstuhl bauen. Na, das dauert mir zu lange, glaube ich.
Also meinetwegen, hier baue ich mir nochmal schnell runter. Dann habe ich hier eine ganz kleine Abkürzung gebaut. Hahaha, echt toll gemacht, Grants. Du bist der Beste. Aber... Oh, nee, ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. Höchstens mit Bomben würde ich das vielleicht machen, aber... Nee, nee, nee. Kein unnötiger Stress jetzt. So. Sag mal her hier. Nee. Ach, hier ist alles voll geschissen mit Wasser. Ah, es ist ja schon scheiße, wie wir hier jetzt immer runterrennen müssen, ne? Aber ey, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Das würde selbst mit Bomben mega long dauern, ey. So, und hier rein. Habe ich jetzt den Lucky Horseshoe? Ja, habe ich. Okay. Also, kein Problem, wenn wir mal ein bisschen auf die Fresse fliegen. Macht gar nichts. So, hier geht es weiter runter. Oh, guck mal. Hat der Spelunk hat auch nochmal was gebracht. Zwei Truhen. Sorry. Zwei Truhen, die wir noch nicht... Nein! Oh, nicht schon wieder. Boah, warum zum Teufel ich jetzt schon wieder Husten kriege, weiß ich auch nicht. Oh, ich trinke mal ein Schlückchen einfach. Vielleicht hilft das. Also diesen Winter scheine ich anfällig zu sein für Krankheiten. Ich arbeite ja als Nachhilfelehrer nebenbei. Vielleicht sind da ein paar Kinder krank und ich stecke mich da dauernd an, ey. Weiß nicht, woran es sonst liegt. Ich meine, gut, ich gehe jeden Tag mit Joy spazieren, aber eigentlich soll es ja eher abhärten, als dafür zu sorgen, dass ich dauernd krank bin, oder? Wie seht ihr das? Ich weiß ja nicht. Nun denn, mal gucken, was in den beiden goldenen Truhen ist. Vielleicht hat sich der Spelunker ja doch noch mehr gelohnt, als wir gedacht haben. Zum einen haben wir hier nochmal die Flare Gun. Ach, scheiß doch drauf, nehme ich mit und verkaufe ich. Nighthold Potion. Ah, die Silbermünzen. So, was waren das für Barren? Eisenbarren, die kann man für einen Hardmode bestimmt nochmal gut gebrauchen. Und hier haben wir die Schuhspikes, die haben wir allerdings schon, die werden also verkauft. Und nochmal ein paar von den Münzen. Und Pfeile, stimmt, Pfeile, die brauchen wir. Habe ich hier auch Pfeile liegen lassen? Nein. Okay, dann ist ja gut. Dann bin ich ja beruhigt. So, okay, hier geht es direkt runter. Wo war es jetzt dann der Weg? Warte, ich muss gucken. Da links, okay. Oh Mann, du, ey, ich weiß auch nicht. Ich glaube, im Höllenfahrstuhl, da werden wir nicht drum rumkommen. Früher oder später ist es Pflicht. Also man sollte eigentlich direkt immer einen Höllenfahrstuhl machen. Habe ich in diesen beiden Staffeln irgendwie nicht so beherzigt, aber... Oh, das ist immer so eine nervige Aufgabe. Kann ich nicht einem von euch die Welt schicken und der macht das für mich? Nein, Quatsch, war nur ein Joke. Ey, geh sterben. So, auf Lava können wir leider nicht gehen. Habe ich ein Waterwalking Potion mit? Gravitation Potion nur. Ja, tut mir leid, da gehe ich nochmal nach oben. Da gehe ich nochmal nach oben. Ich weiß, Vorbereitung ist eigentlich alles, aber ich bereite mich halt nicht vor, weil ich ein Kacknoob bin. So, du bekommst auf jeden Fall das und das. Viel Spaß damit und mach's gut. So, runter mit uns. Und ich würde mal sagen, das Ranger-Item oder das Ranger-Emblem, das holen wir uns mit unserem Char einfach aus der anderen Welt. Das dürfte da noch rumliegen. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal auch gesehen gehabt, dass es da rumliegt. Hahaha, Leute, ich bin ja wohl so ein Kackvogel. Seid froh, dass mir das jetzt einfällt. Die Guide Voodoo Doll sollte man mitnehmen, wenn man gegen die Wall of Flesh kämpfen möchte. Oh, ey. Schlimm, ne? Ey, was man nicht in den Kopf hat, muss man, na, in den Beinen haben, richtig. Oh Mann, oder eben in den Fingern, die hier den Charakter steuern. Alter, das gibt's doch echt nicht, ey. Oh Mann, 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 zack. Na komm schon rein mit dir. Wow, zwei gelbe Slimies. Geht sterben, ihr Kackvögel. Und runter mit uns. Ja, die beiden Truhen. Echt lustig, ey, dass wir die jetzt durch Zufall noch gefunden haben. War jetzt leider nichts Tolles drin, aber hat immerhin Geld gebracht. So, warum... Wo bin ich denn jetzt? Ging's hier gar nicht weiter? Nee, da mussten wir nach da ganz links, ne? Ja.
Ich weiß übrigens immer noch nicht, warum das Gebiet hier so eine Art Pelz bekommt oder was auch immer das sein soll. Falls ihr das wisst, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Oder ist das so ein Spinnengebiet? Ich glaube aber auch nicht, oder? Ist mir auf jeden Fall noch nie aufgefallen, dass da Spinnen spawnen sollen angeblich. Ach komm, zieh dich da hinten hin. Ach Mann, ey. Geh mir nicht auf den Sack, Spiel. Geh mir bitte nicht auf den Sack. Hat mir jetzt schon wieder angenervt, dass ich hier dreimal zurückrennen musste, weil ich einmal zu dumm war, den Waterwalking Potion mitzunehmen, weil ich einmal zu dumm war, die Guide Voodoo Doll mitzunehmen, die man ja vielleicht mal brauchen könnte, wenn man gegen die scheiß Wall of Flesh antreten möchte. Und weil ich zu blöde war, noch irgendwas zu machen. Das tat weh. Aua. Au. Shit, shit, shit. Moment, Vorsicht. Geh sterben. Jetzt muss ich gucken. Wo? Ging's weiter? Da links. Okay. Also ich denke mal, die Wall of Flesh müssten wir eigentlich besiegt bekommen. Wir haben einige Hellfire Arrows am Start und die machen doch schon richtig gut Damage. Das einzige Problem könnte sein, dass ich hier mich von der Umgebung her nicht vorbereitet habe. Aber notfalls haben wir ein Waterwalking Potion. Das bedeutet, wir können zumindest auf der Lava gehen. Und wenn da irgendwie so eine Hütte kommt, so wie hier. War ich hier noch nicht? Ah, okay, Star Fury. Und Metroid-Barren. Kannst mal sehen. Silver Bullets, die brauchen wir erstmal nicht. Goldmünzen. Oh Mann, was soll das schon wieder hier? Okay. So, sonst irgendwas Interessantes? Nö, irgendwie überhaupt nicht. Dann gucken wir mal, was hier links noch so los ist. Ich gehe erstmal so weit, wie ich komme. Ist hier irgendwas Interessantes? Nee. Um dann... Boah, ist das geil mit dem Quattro-Jump, ey. Zack, einmal, zweimal, dreimal und... Oh ja. Notfalls hätte ich noch mein Dingens gehabt. Na komm, wo bist du? Wow, direkt unter mir ist er, der blöde Penner, ey. Okay, ich glaube, hier werde ich die gleich irgendwo reinwerfen. Und vielleicht haben wir hier noch eine Truhe. Nö, schade. Das wäre es ja jetzt noch gewesen. Dort wäre es ja noch gewesen, doch. Mein lieber Scholli. So, okay, wollen wir es hier wagen? Aber ich will erstmal den Bone Serpent killen. Wenn wir den Bone Serpent dann hier noch um uns haben, das ist scheiße. So, auf jeden Fall den Archery Potion reinballern. Und dann den Hunter Potion, dass ihr die Gegner besser sehen könnt. Den Water Walking Potion. Und den Featherfall Potion brauche ich eigentlich nicht, oder? Ah, warum nicht? Kann ja nicht schaden. Kostet ja nichts. Moment. Hellfire Arrows kommen. Oh, shit. So, okay, jetzt bin ich bereit. Es kann losgehen. Die guten alten Hellfire Arrows können hier erstmal gegen diese Hungry-Viecher killen. Boom, Chakalaka. Oh, ist das schön. Ah, oh, doch, war gar nicht mal so schlecht mit dem Dingens hier, was ich gemacht habe, dass ich hier schießen kann und... dass ich hier so langsam falle, das ist lustig. Da können die mich auch nicht so gut treffen, die Hungry-Viecher. Und ich kann... Ich kann nicht nur rennen, ich kann auch gleiten. So, die Hungry-Dinger sind gleich schon alle down. Und ich weiß nicht genau, wie viel Schaden wir an der Wall of Flesh machen, aber... Boah, unsere Schadenswerte gegen die Hungry-Viecher, die sehen nice aus, Leute. Kann man nicht anders sagen. So, jetzt kommen die ersten... Drecksviecher, die Würmer hier. Ihr wisst, was ich meine, ne? So, oh, sieht gut aus momentan. Sieht momentan echt noch gut aus. Auch von den Lebenspunkten her ist das in Ordnung, möchte ich mal behaupten. Da ist ein scheiß Wurm. Ich weiß nicht genau, wie viel die Wall of Flesh überhaupt noch hat. Hier ist auf jeden Fall Lebensenergie für mich. Ich wollte schon sagen, die ist jetzt noch nicht down. Oh nee, die hat aber noch echt viel. Egal, jetzt schießen wir erstmal so richtig auf sie. Davor war das ja doch eher auf ihre komischen Kackviecher, die hier so rumhängen. Moment, ich töte die gleich mal. Oh, Moment. Shit. Muss ich aufpassen. Oh, Lebenspunkte. Lebenspunkte gehen immer. Moment, da gehe ich gerne nochmal für zurück. So, wie war das nochmal? Die Augen, die bekommen noch mehr Schaden ab, ne? Oder nicht? Glaub schon. Zeig dein Auge. So. Guck der Gefahr ins Gesicht. Und die Gefahr, das sind meine Pfeile, die dich gleich hier durchbohren werden. Ja, doch. 50 Schaden pro Pfeil, das geht schon klar. Geht schon klar. Dann müssen wir nur noch 100 Pfeile treffen. Haha. Ich habe mal ein bisschen Lebensenergie mehr reingeballert. Boah, jetzt trifft die aber auch oft, ey. Na komm, na komm, na komm, na komm. Oh, der Hungry-Typen hier gekillt.
So, viel hat sie nicht mehr, Leute. Sie ist jetzt schon weit unter der Hälfte. Okay, sie wird jetzt auch dementsprechend langsam ein bisschen aggroer, wenn man das so sagen kann. Sie wird ein bisschen böser gegen uns. So, hier gibt es Lebensenergie für mich. Sehr schön. Na komm schon, baller das Kackvieh in die Hölle zurück, aus der es gekommen ist. So, gib mir mal ein bisschen Nahrung. Oh, what the hell? Nein, shit. Genau sowas hier wollte ich eigentlich vermeiden. Wow, haben wir aber gut gemeistert. So, wie sieht's mit meinen Tränken aus? Ja, alle noch. Nein, what the hell? Komm schon. Oh nein. Nein, jetzt werde ich wegen so einer Kacke sterben. Jetzt werde ich. Oh fuck, oh fuck. Komm schon, nimm den. Nein, fick dich, du scheiß Wall of Flash. Leute. Aus diesem Grund sollte man sich immer die Rückzugsmöglichkeiten offen halten. Ah, ich bin so dumm. Mann, wie viele Dinge habe ich verballert? Oh! Fast alle Hellfire Arrows verballert. Das ist hart. Das ist wirklich jetzt hart, muss ich sagen. Scheiße. Oh Mensch, ey, das ist doch nervig. Wo ist eigentlich dieser Kacktyp? Da oben. Vielleicht können wir nochmal unseren Bogen ein bisschen aufbessern. Ah, Mann, ey. Reforge. Wie teuer ist das? Ein Gold. Ja, komm, gönne ich mir. Quick. Okay, jetzt ist er noch schneller. Ich will aber eher Stärke haben. Jetzt habe ich kein Geld mehr für sowas. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, ey. 33 Schaden. Ja, ist doch nicht so schlecht. Ah, Mann. Na gut, Leute, jetzt bin ich gefrustet. Ich gehe jetzt erstmal weinen. Ihr könnt mich gerne aufmuntern, indem ihr den Daumen nach oben kloppt. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier bei Let's Play Terraria. Bis dahin, viel Spaß. Ciao, ciao.